Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play War Thunder, verdammt. Mal wieder auch, mit Hähnchen. Schnatz. Die Schnatz. Und heute bin ich sogar mal der Staffelführer. Ja, er hat mich der eingeladen. Staffelführer! Der Führer! So, ich starte auch direkt mal durch, wenn du fertig bist. Achso, ja, stimmt, ich muss auf bereit klicken. Da hat man vorhin gesehen, da muss man auf bereit klicken, wenn man kein Staffelführer ist. Ab in die Schlacht. Ah. Oh, Bodenangriff, was? Fjorde? Oh, ich habe gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was überhaupt gerade geforscht wird. Keine Ahnung. So, ich fliege auf jeden Fall immer als erstes mit meinem Bomber jetzt los, weil ich fliege nämlich in die feindliche Basis und mache da Kaboom. Ah ja, das ist eine gute Idee. Mit meinen Bomben. Und solange der lebt, das war das letzte Mal extremst lange. Ja. Um das feindliche Flug, dann musst du zuerst die umliegenden Basen zerstören, okay? Ach ja, C gedrückt halten und du kannst dich umgucken. Ah, vielen Dank. Ja, das ist natürlich geil. Praktisch, vor allem als Bomber. Ja. Und nicht nur das, um auch halt sich umzugucken, um zu gucken, wo die nächsten Gegner sind und so weiter. Wo bist du denn überhaupt? Ja. Ach, du bist über mir. Ach, du bist ja ein Bomber, stimmt ja. 4 Kilometer über dir. Ja. Also ich bin auf 4 Kilometer Höhe. Mal kurz. Ich sehe dich. Mal. Du bist 3 Kilometer von mir entfernt, ey. Ja, die Key 44 will ich mal jagen. Ja, ich habe ja leider noch keinen Bomber. Sollte ich mal auch mal machen. Ja, ich muss ja, weil der schwere Jäger danach kommt, deswegen. Ich habe ja bald den schweren Jäger. Oh ja. Ich glaube, ich nehme auch, forsche auch, das nächste, wenn ich den nächsten Flieger mal habe, auch mal Bomber. Das ist eigentlich eine gute Idee. Bringt auf jeden Fall Tiere Spaß, da so rumzubrettern. Ja. Juhu, ich habe ein Flugzeug zerstört. Mit einem Wasserflugzeug. Das ist so ultra. So, C-Rücken. Wo ist der nächste? Das ist praktisch. So, Bomben aufgebraucht. Alter, das ist so ein Riesenflugzeug, das ist so geil. Die Bowfighter, oder was ist das? Bowfort, naja. Ja. Bowfighter ist ja der, Jäger. Der schwere Jäger, den ich mir als nächstes hole. Auch nicht treffe. Alter, eine Scheißflak hat mich schwer beschädigt. Na gut, schwer nicht, aber mein Motor halt beschädigt. Aber er hat natürlich, ja, Stützpunkt beschädigt. Gut, nur einmal, oder was? Zweimal. Alter, ernsthaft, ich komme an der Hurricane nicht ran. Jetzt fliegen wir hier die ganze Zeit im Kreis. Fuck, und der. Nein. Huch, ich war am Nachladen. Ich wusste es. Wir sind einige Bomber unterwegs, habe ich das Gefühl. Ja, scheiße, ich hatte keine also Chance von gehabt. Das war eine dumme Aktion, mich mit denen da einzulassen. Oh, na gut. Das Flugzeug erinnert mich gerade an etwas. Oh, da kommt eine Spitfire entgegen, das ist nicht gut. Boom, boom, patz. Na, kannst du dich noch daran erinnern? Wo direkt vor deiner Fresse ein Flugzeug explodiert ist? Ja, passiert öfter mal. war das geil. Ich habe mir das gerne angeguckt im Video. Noch mal. Ah, okay. Mehrmals. Alter, jetzt schießt die Flak aber auch nicht. Stützpunkt beschädigt. Stützpunkt beschädigt. Na komm, wieso treffen wir nur 2 oder 10? 2 ein sozusagen. Nee, ich glaube, da erzählen, glaube ich, mehrere. Aber es werden, glaube ich, nicht immer alle als, weiß ich hier nicht, also. Oh, drehen. Alter, ich drehe hier meine Runden. Scheiße, Geber. So.
bin auf 3,4 Kilometer Höhe, ne? Was? P400. Leck mich doch. Ich hasse... P400 ist ein Amerikaner. So, nächste Bombe. Oh, ich hasse das, wenn mein... Alter, Pilot Überbelastung mit meinem Bomber. Ja. Ey, du bist immer noch am Leben. Ach, ja, ich bin immer noch am Leben. Ja, gleich, hier kommt keiner. Na, ne, 111. Ich glaube, ich jag mal die 111. Aber irgendwie nervt mich das auch, dass jetzt keiner kommt. Ich glaube, ich fliege gleich mal nach unten und zerstöre mich. Nö, kannst ja Flugzeuge jagen. Ich helfe dir. Damit kann man nicht aktiv jagen. Hat er keine Kanonen? Nee. Ja, doch, aber nur, wie heißt das, in der Kanzel. Ach, du hast den zweiten Bomber schon. Ja. Gefällt, ach so, ach ja, stimmt. Was war denn nochmal der erste? Der erste, damit konnte man schießen. Der hat ein MG. Ja, aber das war ja keine Beaufort. Das war die Blenheim. Blenheim, genau, ja, ja. Alter, voll die feuchte Aussprache. Eine A6M 2 kommt hinter dir her. Ja, tatsächlich. Ich merke gerade, dass man da losschießt. Und die sind gut, die Schützen, aber richtig gut. Ja, geht. Ich habe schon viele Flugzeuge hier mit zerstört. Oh, jetzt hat er mich aber gleich. Ja, ich versuchte zu... Komm mir mal entgegen. Nee, der dreht ab. Der kommt dir also nicht hinterher. Alter, du bist voll... Ich werd angegriffen? Hä? Ja. Treffer? Oh, jetzt qualmt mal ein Feedback. Zweimal Treffer. Alter, der geht richtig ab hinten, ne? Geil! Ein Treffer und ich wurde zerstört. Das kann doch nicht angehen. Alter, guck mal, ich glaube, ich nehme den Bomber raus. Ich habe 156 Punkte gekriegt dafür, dass ich die ganze Zeit da oben rumfliege und die Basen kaputt mache da, ey. Also, ich werde mich jetzt echt nur noch konzentrieren auf Jäger und so. Was ist das jetzt echt für eine Scheiße gerade? Ja, ich wurde auch öfter schon mit einem Treffer und dann fertig. Aber das war jetzt gerade ein bisschen zu... Nicht aufregen, Borgi. Ist nur ein Spiel. Ja, trotzdem, das ist frustrierend. Alter Schwede. Einige sind hier so gut, die machen echt eine Wendung und dann sind sie hinter einem, Alter, das, und ja. Das ist jetzt mein viertes Flugzeug, was ich hier fliege. Ach ja, mit C kann man ja, nee, ich werde eine Runde fliegen. C gedrückt halten. Da oben ist eine SB2, okay. Da. Eine H8K, das ist glaube ich ein... Da unten ist ein Flugzeug. Da sind mehrere Flugzeuge. Und ein Hähnchen. Huta! Nee, der hier. Was? Oh, Mann, das ist so unfair, mal mit dem Flügel abreißen, ehrlich, ey. Ja. Ich falle 100 Mal auf die Leute drauf, ey. Treff nicht einmal, oder treff 100 Mal, aber nicht einmal den Flügel, ey. Also ich verstehe das nicht, wie die einen immer den Flügel treffen. Ja, das ist, verstehe ich auch nicht. Es ist mir genau, eben ja auch genau das gleiche passiert. Jeder. Oh. Echt oft, dass sie eine Stelle. Scheiße! Da habe ich nicht aufgepasst. Ich kann noch fliegen! Ich kann noch fliegen! Ich fliege noch! Ich fliege noch nach oben! Ich. Komm! Mann! Okay, wie ist. Ach, da oben bist du. Du bist nicht mehr in meiner Gruppe, oder was? Was? Dafür ist sechs? Doch. Aber warum bist du nicht Gold ausgezeichnet, wie immer sonst? Komisch. Wie? Ich habe eine Basis zerstört. Ja, vielleicht, Alter. Weil ich kein Links mehr bin. Also kein. Ne? Dafür bist du jetzt. Nee, ich bin. Hä? Gold. Wie meinst du das jetzt? Gold ausgezeichnet? Hä? Ja, bei. Wie heißt das hier? Bei den Statistiken bist du eigentlich immer sonst bei mir Gold gewesen. Also in goldener Schrift. Das bin ich doch auch immer noch. Ne, bei mir nicht. Vielleicht, weil ich, nicht mehr. Der Commander bin. Keine Ahnung. Wing Commander.
Alter, ich brauch echt endlich mal irgendwas mit stärkerem Maschinengewehr, ehrlich. Ja, hast du ja bald. Vor allem, wie viel der gerade ausgehalten hat. Der hat vier oder fünf Flugzeuge ausgehalten. Der da hinter mir, oder? Nee, der... Da, der... du bist nicht mehr grün bei mir. Okay, LP, du kriegst genau... Du bist nicht grün, du bist nicht mehr in meinem Team. Hä? Aber du bist bei mir noch grün. Verstehe ich nicht, du bei mir nicht. Also man sieht hier in gerade Video, du bist bei mir noch grün. Ja, bei mir bist du nicht grün. Ne? Hm. Merkwürdig. Habe ich mal einen Screenshot gemacht. Bist du gerade Typhoon? Ja. Ah. Da ist eine Wellington. Oh, eine Wellington. Im Tiefflug. Abschusshilfe. Und eine Ki 45 Uhr zu. Oh! Bist du bekloppt? Ich hab gerade deine Propeller im Nacken gehabt. Ich wollte dich mal rasieren. Ja. War eine Kahlrasur. Ist das nicht schwerer? Ja. Das ist der, den ich auch immer sonst fliege. Alter, sind wir denn alle verrückt? Boah, ist die wendig, Alter. Ja, geht. Was geht, ey? Ich komm nicht hinterher, ey. Oh, scheiße, ich bin zu schnell. Ja, gut, doch, der ist schon schnell, wendig. Ha, Flugzeug der Stelle. Wunderbar. Und... Batz! Hiha! Ist er schwimmen gegangen, oder was? Nee, der ist gegen die... Oh, hier oben ist einer! Boah! Was? Wer hat mich denn da getroffen? Ach, ich glaub... Ah, er benutzt seinen scheiß... seine scheiß Kanzel. Der Typ hat eine Kanzel und benutzt sie gerade. Oder hat sie gerade benutzt. Wieso? Das kann doch auch der andere kann das auch sein, dein Computer, also der Gegner. Ja, ja, nee, wenn er gerade ausfliegt, also es war natürlich möglich, ne? Aber der ist genau gerade ausgeflogen, hat einfach nur eine Rolle gemacht und so weiter. Oh. Einer Platz im Team, 7. Ich bin noch 5. geworden, so. Oh, Alter, wie viel Geld habe ich gekriegt? Ach, stimmt. Ich forsche gerade die Zero mit 3.3. Also Kampfeinstufung 3.3. Alter, ich habe 22.900 Geld gekriegt. Durch dieses Mal 75% bla, weißt du? Alter Schwede. So, in der Beaufort habe ich eine 7mm Gurte jetzt in der Kanzel. Die Beaufort ist doch die ich eben flog, ne? Ja. Oh, cool. Mhm. Bessere Hacke hinten dran. Oh Gott. Sollte ich wirklich auf Bomber machen? Der kann zweimal 500 Kilogramm tragen. Und 10 Das ist aber nicht viel. 10 mal 100 Kilogramm. Ich habe 4 mal 250 Pfund. Alter, das ist viel. Das ist wirklich viel. Das ist auch eine Tonne. Moment mal. Das ist genau das gleiche, was ich ja auch tragen kann. Ja, prinzipiell, ja. Dafür kann ich 19 mal 50 Kilogramm tragen. Alter Schwede, was? Ja. Und was kann der denn hier? Ich gehe als erstes völlig schwachsinnig auf die Sea Gladiator MK1. Die ist langweilig, ist nichts. Eine 1,3 nur. Danach auf die Sea Hurricane, das ist ein Marinejäger. Und danach gehe ich auf die Sea Hurricane MK1C. Kampfeinstufung 4,0. Was denn? Mit dem nächsten Bomber kann ich 2x 800 Kilogramm tragen. Okay. Uff. Was meinst du mit Sea Hurricane? 2x 800 Kilo? Ja. Alter, was? wie heißt das hier? Ich wollte die Sea Hurricanes, aber ich habe mich gerade unentschieden. Ich glaube, ich mache die Spitfire MK2A. Glaube ich, also die bessere sozusagen. Und danach mache ich die Spitfire MK2B, die hat auch 20mm Hispanos. Oh ja. Mhm. Wie viel hat die? 2? Und die andere hat 4x500. Nee, ich glaube, ich gehe doch auf die Sea Hurricane.
Das ist eine 4,0, aber die ist langsamer. Die hat 2x2. Ja, die Sea Hurricane MK1C ist ziemlich, scheint ziemlich gut zu sein. Ja, ich glaube, da gehe ich doch lieber drauf. Egal, jetzt bin ich jetzt mal beim Bowfighter. Den werde ich jetzt machen, Alter, und dann geht's richtig ab, ey. Schwerer Jäger. Wenn der gut ist. Also ich weiß es überhaupt gar nicht. Ich glaube, ich habe den noch gar nicht gesehen. 536 km/h fliegt der. Mal gucken. Was sagt die Wendezeit? 23,7. Der Ja, hat das auf ist ein bisschen schlechter als die Typhoon. Also die jeden ist auf jeden Fall eine Fall. gute Bewaffnung. Ja. 4x20 mm. Ja, das ist hart, Alter. Der nächste hat 4x2. Alter! Auf den nächsten solltest du dann auch mal Welchen? Auf dem schleunigst. Bowfighter MKX? Ja, Ah, der den hat. muss ich ja, da muss ich drei andere Flugzeuge noch Ach machen ja, stimmt. Aber der hat 4x20 mm und 6x7,7. Alter, du feuerst dann mit 10 Kanonen auf den einen, ey. Ja, mach ich doch jetzt schon mit 12, ey. Naja. So, pass auf, ich gehe, also bist du bereit? Noch die Nee, nächste Runde? Nee, so. nee, einen Moment. Ich muss erstmal überlegen, ob ich jetzt wirklich schnell noch auf den, auf die Zero weitergehe oder doch lieber auf etwas anderes. Nam, 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 nam. Was sagen die denn hier? Kanzel? WTF? WTF? Ich Doch, will noch den ein Wasserflugzeug. Tarnanstrich der Nachtjäger haben. Ey. Dann habe ich ein schwarzes Flugzeug. Ey. Alter, jetzt würde ich mal Von gerne Hurricane. was wissen. Was kann der ganz große Bomber tragen? 3x800? Was? Jagdbomber ist das nicht, ne? Welche ist denn die? Ach da, Strahlbomber? Ja, das ist der große, ne? Bei dir? Ja, der Strahlbomber ist das größte, ne? Nee, bei dir ist es der größte, die Lanchester B. Die Lanchester, sicher? Ja. Ich meine jetzt auch nur von der Größe. Ach so. Puh. Ja, von der Größe her ja, aber die Canberra sind Zweimal heftiger. 4000, ist das Pfund? Bei mir sind LBS ist Pfund, glaube ich. Alter. So viel kann ich nicht mal annähernd tragen, Das 4000, ey. sind 2x 1814 Kilogramm. Meine hat 19, 3 mal 1000, hat aber auch 20 mm dabei, 4 mal 20 mm. Alles gut. Der Strahlbomber, was kann der denn eigentlich? 5 mal 500, Alter. 5 mal 1000. Ich habe hier 9 mal 500, also 227 Kilo. Bei welchen? Bei dem Canberra BMK2. Ach so, der MK2. Ja. 2 mal 1000 und eine 4000er, Alter. Das ist hart. Ja, aber das sind recht kleine Flugzeuge, also die können eigentlich nicht so viel tragen. Die Lanchester ist halt von der Masse her das Größte, Ja, was aber du. die trägt nicht so viel. Also die Nee, irgendwie nicht. vier Glaube ich meine zumindest von der 250 Kilo, also das ist Schwachsinn. Kann man da, was gibt's da für Modifikationen? Da muss doch ein bisschen mehr sein, als wäre es ja 250 Kilo. Warte mal, steht da Ach, irgendwo die. ermöglicht die Anbringung von Bomben, die schwerer als 1000 Pfund sind. Also soll es wohl geben, wer weiß. Ach du Elend. Ja, 2 mal 4000 Pfund kann ich hier haben. Nice. Bei der Lancaster. Oder 2 mal 250 und vier, eine 4000er. Und bei der Lancaster. 5 mal 500, 5 mal 1000. So, Maga, lass uns jetzt mal fliegen, Alter. Ein klitzekleinen Moment. Geht sofort los. Aber ich glaube, ich wechsle die Beaufort wieder. Mit der Ja, bei mir bringt es Blenheim. auch irgendwie nichts, jetzt auf Bomber zu wechseln. Ja, das ist die Blenheim nämlich jetzt, weil ich damit wenigstens noch auch aktiv schießen kann, weißt du? Ja, das Ding ist bei meinen Bombern, ich habe gar keinen Bomber, der aktiv mitfeuern kann. Null, absolut null Okay. Bomber.
Na, wie gesagt, ich nehme die jetzt. Die Blenheim lieber. Oder soll ich lieber ein Jagdflugzeug nehmen? Ich glaube, ich nehme lieber ein Jagdflugzeug. Okay, ich habe mich entschieden. A6M2 wird jetzt erstmal zu Ende erforscht und dann die Ki-45 Tai. Ich bleib bei meiner Tax. Bomben ist irgendwie, naja, ist cool, aber man braucht da größere Bomber für, damit das Spaß macht. Wenn du da. Das mache ich jetzt auch mal, weil ganz ehrlich, ich brauche die nicht. Geht los, ne? Hast du auch bereit gedrückt, oder? Nein, noch nicht. Natürlich, steht bei mir. Hä? Ach ja, du bist ja nicht mehr in meiner Gruppe. Oh. Ja, sag ich doch, ey. Darf dann nicht warten. Okay, dann gehe ich nochmal raus. So. Ja, mach das mal. Ich lade dich nochmal wieder ein. So. Du bist nicht mit dem Chat verbunden. Was? Was ist denn hier los? Hab ich dir jetzt eingeladen? Nein, bei mir kommt die ganze Zeit gerade, du bist nicht mit dem Chat verbunden. Poggy ist nicht mit dem Chat verbunden, tatsächlich. Und jetzt? Lass mich mal machen. Nee, nicht mit dem Chat verbunden bist du. Einen Augenblick. Ich hoffe, ich kann das jetzt so machen. Ja, kann ich machen. Ich schließe mal kurz ein Spiel. Ah, du bist auf jeden Fall wieder seit Ende. Du bist auf jeden Fall in der jetzt wieder. Achso, warum? Nee, ich habe in die Staffel eingeladen. Ist jetzt? Warte, lad mich nochmal ein. Oh. Warte. Da. Du bist bereits in einer. Was? Alter! Ja, warte. Warte, so, warte. Nimm das jetzt nicht an. So, jetzt kannst du. Ah, so, ja. Ah, warte. Was soll ich. Achso, ich lade dich jetzt ein, ne? Gut. Mhm. So. Ah, jetzt sehe ich, dass du auch in der Staffel bist. So, gut. Ich glaube, ich musste ein bestimmtes Spiel mal kurz schließen. Ja. Okay, ist ja komisch. Aber funktionierte vorhin doch auch. Naja, was. Das bestimmte Spiel war übrigens Clicker Heroes. Ja, nee. Kann ich nicht empfehlen, ist, ja. Scheiße. Jetzt habe ich wieder meine Tax Gladiator. Mhm. Ich glaube, ich nehme beim nächsten Mal doch wieder den Bomber. Ja, nimm den einfach rein. Kannst ja, brauchst ja nicht wirklich immer zu fliegen. Naja, ich habe ja bald den schweren Jäger, also was soll's. Mhm. Dauert aber noch ein bisschen, ne? Ja, wie die Suche gerade. Oh. Ich spiele immer Rocket League. Hab ich wohl, Spanien! España! Los Muertos del Losos del Casas des Nachos. Mit Dippe! Dippos, genau. Das andere klang eher so italienisch, genau. Nicht der Diebe. Pizza. Ich glaube, heute esse ich eine Quattro Formaggio. Spaghetti. Deine Mom. Das sieht so scheiße aus, mit diesem Wasserflugzeug solche Drehungen zu machen. Alter, ich brauche jetzt endlich diesen schweren Jäger, damit ich 5 gute Flugzeuge habe. MiG 3 oder? Ja, MiG 3, Junge! Treffer! Kein Treffer. Treffer. Alter, ich treff dich auch gleich. Oh, Alter! Was los? Ich hab Screenshot gemacht. Hörst du wohl auf? Oh, da kommt einer von oben! Ja, das bin ich. Nein! Ein Gegner! Die 2 Gegner! Oh ja, Alter, guck mal, das ist echt unfair. Wie schaffen die das, dass man gleich sofort brennt, ey? Ich verstehe das immer nicht. Das sind eine Elektra und eine MiG-3. Hurricane MK1 hat mich abgeschossen. Genau. Aber wie schaffen die das, dass man brennt sofort, ey? Ich verstehe das auch nicht. Also ich schaff das selten. Naja, ich weiß das nicht, ey. Also das ist ein Treffer. So viel zum Thema schaffe ich selten. Der schmiert gerade ab, weil er brennt. Ja, ich habe auch schon welche zum Brennen gebracht, aber beim ersten Schuss gleich zack. Scheiße. Ich
kann man fliegen, was? Wenn man will. Was ist? Willst du mich verarschen? Ich habe so ein schönes Manöver hingelegt und dann... Ja. Gut, dann wollen wir mal mit der Ozu fliegen. Butz, butz, pam. Sag ich dazu mal. Ja. Ich habe immer noch das explodierende Flugzeug im Kopf. Oh, toll. Ich habe auch jemanden zum Brennen gebracht. Du bist gegengeknallt, oder was? Nee. So eine Macke? Achso. Wo ist er hin? Ey, ach, da ist er auch jetzt jetzt ist er gerade abgekratzt. Hinter noch dir ist mal Abschusshilfe? Einer. Ja, hinter dir ist einer. Und vor dir auch. Alter. Ein Swordfish. Oh, jetzt hast du den. Ach, den hast du zerstört. Ja, außer sie. Da hinter mir ist einer, schieß mal drauf, ey. Ja, ich versuch's. Ich hab leider. Kritischer Treffer. Alleine Christo gestern da die Diskussion mit seinem, das ist langweilig, wie heißt er jetzt? Ja, hier, ja, weißt du? Einfach. Hat er einen Tripper oder was? Ja, klar, hat er einen Tripper. Er erzählt mir, dass das hier langweilig ist und findet Fluglinien besser, ey. Ja, das ist Christo. Kann auch nicht sein Ernst sein. Was meinst du, warum ich mich häufig mit ihm im Chat streite? Dem sollte man mal einer, wie heißt das, Bescheid sagen. Ein Hurricane kommt nicht direkt auf mich zu, schade. Ich will hier die Key vom U40 mal gucken. Ah, ja. Die kommt aber. Oh, das ist gerade zerstört worden. Achtung, hier. Oh, Alter, guck mal, was Schnelles. Oh, Flugzeug zerstört. Ernsthaft? Nein, 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 nicht so ein Manöver. Nicht so ein Manöver! Bist du bekloppt? Alter Schwede, weißt du, wie ich schon kotzen drin würde da? Ja. Ernsthaft? Was ist denn los? Ach, mein Flügel war beschädigt. Deswegen kam ich nicht, war meine, Alter, ich muss unbedingt... auf jeden Fall auch was kaputt, ey. Ich muss unbedingt ein bisschen das Flugzeug ein bisschen aufrüsten. Weil das stürzt mir zu leicht ab. Oh, Alter, hier ist gerade ein Hummelnest, oder was? Ach, da bist du. Mitten im, ja, im Bienennest. Bienennest, ja. Ja. Nee. Zu dem komme ich nicht. Kackte Bäume, Alter, erstmal gefällt, ey. Geil. Scheiß Drecksviech, Alter. Der hat mich genervt, ey. Den wollte ich da weg haben. Und dann komme ich mal mit der Taifun. Taifun, komm her! Du Sturmbringer. Stimmt, mir ist gar nicht aufgefallen, dass die Engländer ihre Flugzeuge nach Stürmen benennen. Hurricane, ja. Taifun. Fällt mir jetzt das auf. Mann, Lane High. Okay, da hat der Baum gewackelt, Alter. Scheiße, da war ich nah dran, ey. Hinter wem bist du her? Hurricane. Aber je nachdem, wer zuerst kommt. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Oder stirbt zuerst. Je nachdem. Oh, eine Spitfire. Nein, nein, nein! Flugzeugkollision, der ist auch direkt auf mich zugeflogen. Ja, hier ist auch einer gerade auf mich zugeflogen. Oh. Aber ich glaube, der ist jetzt kaputt. Oh. Alter, die Taifun ist echt nicht wendig genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, kommt noch, wenn wir ich weiß, also Moment, Alter, das dauert echt ewig. Muss neue Flügel und Rumpf und so weiter, dann ist er bestimmt ziemlich schnell. Oh, gut. Ja, Alter, der Wichser trifft mich natürlich so, dass ich gleich brenne, weißt du? War das nicht sogar ein Kollege, der dich gerade im Bad hat? Nee, das war Lamka mit einer I-15. Batz. Nochmal echt schön über dich fies, rüberfliegen. Ey. Ja, ich sehe, ich hab dich gerade gesehen. Ach, der ist auch abgestürzt. Echt fies, ey. Ich habe das Gefühl, meine besten Flugzeuge sind die leichten Jäger.
Ja, leichte Jäger sind immer geil, weil sie extremst wendig sind und fast die gleiche Bewaffnung haben wie die schweren. Das die ist, größeren. Ja, bei mir halt nicht. Bei mir sind die leichten Jäger. Die haben noch 7,7 mm. Ja, aber meine anderen haben ja alle 20 mm. Oder Alter, du feuerst schon mit 20 mm. Ja, meine, die Zero hat standardmäßig 20 mm. Ja. So. Jetzt habe ich nur noch ein Flugzeug. Vier Flugzeuge zerstört. Mann, Mann, Mann. Und nichts auf die Kette gekriegt. Trotzdem bin ich vierter Platz. Ich verstehe es nicht. Und ich cheate nicht. Yay! Flugzeugkollision. Oh. Aber der muss auch tot sein. Wenn er nicht tot ist, weiß ich auch nicht weiter. Alter, ich habe nur noch ein Flugzeug. Das ist echt, also in den letzten Male echt selten, dass ich nur noch ein Flugzeug habe. Ja, geht mir. Oh, hört man das gerade? Abschusshilfe. Nö, nee, hört man nicht. IQ-Blitz. Aha. Ja, dieser Hunger, ne? Ja, der hat mir auch schon abgeschossen. Der hatte einen Totenkopf bei mir. Halilala. Zu spät, schon tot. Alter, ich versuche mal zu viel, ey. Ich mache immer so einen Wackler an den Bäume. Ja, musst du vorsichtig sein. Alter, was macht der da? Was macht der da? Hä? Unterstützung voll. Oh, nein, nein. Oh, da ist jemand, irgendjemand mit einem schweren Jäger. Das hört man. Wetten, er ist hinter mir her? Nee, nee. Es ist kein roter. Entschuldigung. Ich drehe mal ab. Ah, eine B110 ist das. Okay. Direkt hinter dir. Mission Erfolg. Oh, Alter, was ist denn hier los? B110, ein anderes Flugzeug und ich mittendrin kollidiert. Also gleichzeitig. Alter. Alter, bist du schon wieder nicht in meiner Gruppe? Ernsthaft? Ich guck gleich mal, ey, weil du bist mir wieder nicht Gold angezeigt. Ey. Und ich werde das ja gleich sehen. Warte mal. Ja, wieder nicht Gold. Was? Ah, ich bin besser als du gewesen. Warte mal. Wo kann ich denn nochmal Gruppenchat anmachen? Toll. Mach den immer aus. Bin nicht. Soll ich dich einladen? Ja, mach das mal. Achso, ich muss erstmal raus aus der. Warte mal. Mal hier so. So, möchtest du Staffel wirklich auflösen? Ja. Ja, du musst das machen anscheinend. Warum auch immer haust du jedes Mal ab. Wenn, du bist nicht mit dem Chat verbunden, willst du mich verarschen? Naja, dann ich starte mal Wasser. Ja, ich glaube mal ganz normal. Ich glaube, irgendwelche Probleme hast du da. Ja. Also, wir sehen uns. Bis in der nächsten Folge. Tschüss.